Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Heute mit einem nicht erfreulichen Thema und hat auch heute nichts mit Finanzthemen zu tun. Ich würde Sie, wenn Sie das möchten, gerne auffordern, heute auch mitzuhelfen, unseren Bürgern, die durch die Flutkatastrophe in der Eifel massiv in Mitleidenschaft gezogen worden sind, und mich erreichen da immer mehr Meldungen. Es hat mir auch wirklich, wirklich den Tag heute versaut. Und ich meine, ich will das aber überhaupt nicht sagen. Ich ärgere darüber, dass ich mich darüber kundig gemacht habe, im Detail, was dort abläuft, gerade in der Eifel, sondern das ist so furchtbar. Für die Leute eine wahrscheinlich die größte Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen der letzten 1000 Jahre. Wenn Sie dann erfahren, was dort im Hintergrund läuft und dass zum Beispiel das europäische Flutwarnsystem EFAS, also EFAS, 7 Tage vorher die nordrhein-westfälische Landesregierung gewarnt hat davor, dass die Briten jetzt in den Zeitungen schreiben, Deutschland wurde gewarnt, wir haben die Behörden mehrmals gewarnt. Und da ist nichts gemacht worden, und 24 Stunden vorher hat das Frühwarnsystem nochmal eine Meldung rausgeschickt und gesagt hat, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit wird es hier zu einer schweren Flut kommen. Und die Minister stellen sich hin und sagen, das ist in der Nacht gekommen, wir konnten nichts tun, wir waren nicht vorbereitet darauf, und wir sehen jetzt hier weit über 100 Tote, noch immer über 1000 vermisste Leute. Und man sieht dann bei der Rede Frank-Walter Steinmeiers, wie diese Kreatur Laschet im Hintergrund Witze reißt und anfängt zu lachen in einer Situation, wo Menschen ihre Angehörigen verloren haben, die alles verloren haben, ihre Angehörigen, ihre Häuser, damit auch im Zweifelsfall ihre Hoffnungen, wo Menschen vor ihren Augen in den Fluten zerrissen worden sind. Das ist, wie da die Regierung, aber ich will, es geht hier nicht um die Regierung auch heute, es ist, entschuldigen Sie auch da, das ist, da habe ich verschiedenste Emotionen jetzt gerade. Ich sitze hier im schönen Kroatien und mir geht's gut, und an anderer Stelle meinen Mitbürgern, denen geht es einfach nur dreckig. Und deswegen möchte ich dazu aufrufen, ich habe mich hier kundig gemacht, zum Thema Hochwasserhilfe zu spenden. Wir werden selber als Firma heute direkt 5000 Euro hinspenden an den Bürgerfonds der Verbandsgemeinde Adenau. Adenau ist ein Ort, den es ganz besonders schwer erwischt hat in der Eifel. Es ist nahe dem Nürburgring. Wir blenden das jetzt auch mal ein. Wir werden das dann unten unter dem Video auch die IBAN und eben die Bankdaten eingeben, die Sie brauchen, um, wenn Sie das unterstützen möchten, dort auch hinspenden zu können. Mir persönlich ist das ein Anliegen, als Firma ist uns das als Anliegen, deswegen wollen wir da direkt unterstützen. Das hat den Verwendungszweck Hochwasserhilfe. Ja, ich will da jetzt eigentlich auch gar nicht mehr großartig viel dazu sagen. Ich wünsche den ganzen Leuten, dass ihnen bald Hilfe zukommt, dass sie ihre Hoffnung und ihren Mut nicht verlassen, dadurch, dass sie möglichst viele Leute, verschwundene Menschen, die immer noch als vermisst gelten, hoffentlich lebend auffinden werden. Ich wünsche mir, dass wir als Volk auf jeden Fall auch zusammenhalten, auch wenn diese parasitäre Gruppierung unserer Politik, denen ihr einziges Ziel es nur noch scheint, in egal was sie machen, auf ganzer Linie zu versagen. Einfach nur ein, ob es den Pandemieumgang geht, damals, wo die ganzen Alarme getestet wurden, Bombenalarme in Deutschland, und 70% von denen nicht mehr funktioniert hat. Das ist ja der einzige Grund, warum der damals zurücktreten musste, sein Nachfolger des Katastrophenschutzes, ist jetzt nicht aus dem Urlaub, hat seinen Urlaub nicht unterbrochen, wo er mitbekommen hat, dass eine Katastrophe epischen Ausmaßes in diesem Land passiert ist.
da fehlen mir wirklich die Worte. Ich wünsche, dass wir Bürger da zusammenfinden und uns da gegenseitig unterstützen. Und ich möchte da in meinem kleinen Umfang selbst unterstützen. Wünsche den Leuten alles, alles Gute, auf dass sie irgendwann in ihre Häuser zurück können und das Erlebte auch verarbeiten können. So, ich wünsche Ihnen jetzt alle einen schönen Tag. Mir war heute einfach überhaupt nicht danach, irgendwie über die Finanzmärkte zu reden, weil das ist einfach scheißegal jetzt gerade. Da gibt es wichtigere Punkte. Machen Sie es gut. Sie hören morgen wieder von mir. Danke.